Fünf Tage durchgehend schweigen. Kein Handy und im Prinzip entweder essen, meditieren, spazieren gehen oder schlafen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo und heute gibt es mal einen ziemlich krassen Erfahrungsbericht. Und zwar von mir aus meinem allerersten Meditation Retreat. Das ist sozusagen, naja, ein Ort, an dem sich Menschen treffen, um möglichst ungestört zu meditieren, mit möglichst wenig Ablenkungen. Und das bedeutet, du zahlst da halt die Unterkunft und die Verpflegung und ein Dana, wie es im Zen heißt, für den Zen-Meister, der dir eben ein paar Vorträge hält und auch dir im Prinzip so One-on-One-Coachings gibt, dich einfach ein bisschen auf deinem buddhistischen Weg begleitet. Und ja, du kannst da einfach hingehen, um möglichst stark zur Ruhe zu finden oder eben deine Zen-Praxis, deine Meditation möglichst stark zu vertiefen. Und ich wollte das letztes Jahr unbedingt machen, weil ich einfach irgendwie in mir gespürt habe, ich habe keine Ahnung, was da passieren wird, aber ich glaube, es ist mega interessant. Ich glaube, es ist mega interessant. Ich persönlich halte ja sehr, sehr viel von Meditation, mache das ja auch selbst täglich und ich dachte mir, Alter, was passiert, wenn du mal 5 Tage nur meditierst oder zumindest dann nur andere Dinge machst, um halt zu leben. Und halt kein Handy, mit niemandem reden, keine Ablenkung, du musst dich um nichts kümmern. Ich dachte, was passiert dann? Ich wollte es einfach nur wissen. Das hat sich irgendwie voll richtig für mich angefühlt. Deswegen habe ich das im November letzten Jahres gemacht. Ja, oh Mann, was soll ich sagen? Ich bin angekommen, es steigt nur ältere Menschen, weil also dass da jemand mit damals 18 hinkommt, war ich so vollkommen neu, okay, so krass, so wer zum Teufel bist du? Ich habe mich ein bisschen mit denen unterhalten. Jeffrey, der hat da schon 10 von diesen Zen-Sessions, wie sich da so eine Woche nennt, eben vollkommen im Schweigen und nur Meditation und so weiter. Der hat schon mehrfach hinter sich. Und ja, mit ihm habe ich mich einfach ganz gut verstanden und auch damit ihr Bescheid wisst, man meditiert da 13 mal 25 Minuten pro Tag, also irgendwie so gut 7 Stunden und das halt 5 Tage durchgehend. Und kurz bevor es losging, also am Anfang durfte man noch reden, dann man kam an und dann gab es am Abend die erste Meditationssession und ab da war dann Ruhe. Und dann, bevor das Ganze losging, hat Jeffrey mich nochmal so kurz geholt, der hatte nach einer Stunde Unterhaltung am Anfang schon voll die Vatergefühle für mich und meinte so, und er hat nur Englisch gesprochen. Er so, hey, Leo, Leo. Ich so, yeah, what's up? Also, before you quit, you're gonna tell me. Und ich so, I'm not going to quit. Und dann, ohne Scheiß, guckt er mich so an. We all want to quit here. Und ich dachte mir so, oh shit, so warum habe ich mich hier eingelassen? Und ich so, okay, bevor ich hiermit aufhöre, gehe ich erst zu dir. Übrigens, Spoiler, ich habe nicht aufgehört. Ja, und dann geht die erste Meditationssession los. Du guckst einfach nur gegen eine weiße Wand, 25 Minuten lang. Dann gehst du 5 Minuten in dieser Meditationshalle, wo alle zum Meditieren sitzen, im Kreis, um ein bisschen wieder Blut im Körper zirkulieren zu lassen. Dann hockst du dich wieder 25 Minuten hin, schaust die weiße Wand an und versuchst nur auf deinen Atem zu achten. Dann gehst du nochmal 5 Minuten im Kreis, setzt dich wieder hin und schaust die weiße Wand an. Und das ist dann quasi immer so ein Block. Also 3x 25 Minuten und dazwischen immer 5 Minuten Gehmeditation, wie sie es nennt. Dann dann war auch schon Schlafenszeit. Und was soll ich sagen? Ich glaube, die erste Meditation um 4.45 Uhr morgens, wann da aufgestanden wird, vor allem ohne Wecker, weil du hast ja kein Handy, habe ich erstmal verpennt. Jeffrey hat mich erstmal gehört, so, where you at? Ich so, ich mach so auf und habe überhaupt nicht geblickt, wo ich bin. So, klar, also ich bin in diesem Meditation Retreat, aber es ist einfach so ein fremdes Zimmer, alles halt total schlicht eingerichtet und so weiter. Ich habe mich an diesem Meditation Retreat angemeldet. Oh shit, ich so, was mache ich denn jetzt? Und er so, oh fuck, was? Ich muss meditieren. Oh shit. Das heißt, Jeffrey hat da eigentlich sogar sein Schweigegelübde gebrochen, um mir zu helfen, besser in diesen Retreat reinzukommen. Also ihm bin ich mega, mega dankbar, dass er mich da auch so an die Hand genommen hat. Ja, und was soll ich sagen? Du meditierst halt da mega viel. Und ungefähr so ab Tag 3 bist du einfach, also ist glaube ich wahrscheinlich für jeden anders. Manche fangen auch zu heulen an, weil sie so viele psychologische Wunden irgendwie da auch realisieren, wovor sie selbst immer weggelaufen sind, weil es ja logisch, du bist im Alltag immer mega beschäftigt und dann hast du auch immer mega viel Zeit mit dir selbst und bist über so viele Dinge klar, ist natürlich auch mental manchmal richtig krass. Ich persönlich war einfach nur
mega happy. Ohne Grund, weil es gab einfach keinen Grund, unglücklich zu sein. Du hast einfach den ganzen Tag gechillt, hast meditiert, dachtest, du bist voll auf dem Weg zur Erleuchtung und musst dich um nichts kümmern. Deswegen war ich einfach mega happy. Also die ganzen alten Leute haben mich voll abgefuckt eigentlich. Und ab Tag 3 fand ich es nur noch witzig. Tag 4 und 5 musste ich dann fast alle Meditationssessions auslassen, weil mein Rücken einfach so hart wehgetan hat. Das war unfassbar. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es hat so wehgetan, immer so da zu sitzen und auch in der... Es ging einfach nicht klar. Deswegen, wenn ihr euch überlegt, ob ihr auch sowas machen wollt, ganz ehrlich, mentale Belastung geht in meinen Augen, ist aber auch sehr heavy. Vor allem aber, wenn man nicht so oft regelmäßig meditiert, ist es körperlich extrem, extrem, extrem krass. Und deswegen, ich habe seitdem keinen weiteren gemacht. Nicht, weil ich es nicht cool fand, sondern weil es dann einfach echt heftig war und jetzt aktuell meine Planung auch nicht reingepasst hat. Aber ich habe vor 2 Wochen habe ich nochmal ein bzw. 2-Tages-Retreat gemacht. Das war auch ganz nett. Aber wenn du das 5-Tages-Programm schon kennst, dann ist es so, ja, geht so, ne? Aber ich kann es auf jeden Fall grundsätzlich mal jedem empfehlen. Also ich würde jedem von euch empfehlen, das Ganze zu machen, weil man einfach so viel krasser merkt, dass man eigentlich für Glück im Leben fast gar nichts braucht. Der Zen-Meister vor 2 Wochen hat es sehr schön gesagt, Existenz selbst ist erfüllt. Und das ist ein krasses Statement. Das ist ein richtig krasses Statement, wenn man es wirklich mal verinnerlicht. Und lässt ja noch viel im Leben hinterfragen. Deswegen, so ein Retreat kann auch schon dafür sorgen, dass du dein ganzes Leben nochmal ein bisschen umdenkst. Was kurzfristig vielleicht nicht so cool ist, sondern ich denke, oh fuck, ich werde aufgehalten, ich kann nicht so viel Gas geben. Aber langfristig kann es einfach mega viel verändern. Du kannst dir so viel klarer werden, was will ich eigentlich. Du kannst viel stärker in die richtige Richtung gehen. Deswegen, ich empfehle euch allgemein Meditation. Ich empfehle euch auch so ein Retreat, also wo man wirklich über Tage hinweg sich der ganzen Praxis widmet. Aber wenn ihr wirklich was so mindestens 5 Tage machen wollt, meditiert wirklich regelmäßig. Also wirklich täglich mindestens 15 Minuten. Weil sonst ist es, ich sag's euch, es ist so, es tut so weh, man ist so froh, wenn man danach raus ist. Aber es lohnt sich krass. Und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Ich beantworte natürlich wie immer alle Kommentare. Und probiert das gerne mal aus. Und wenn ihr noch weitere Videos zur Meditation wollt, sagt Bescheid, können wir gerne machen. Und richtig, richtig crazy. Wenn ich wieder einen mache, so einen längeren, gebe ich euch Bescheid und werde euch davon auch wieder berichten, weil solche Erfahrungen sind echt krass lebensverändernd. Deswegen probiert es aus und auch in dieser Hinsicht glaube ich natürlich wie immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Especially if it's my dream, I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe.